Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim City Transport Simulator in der Tram-Edition. Wir starten direkt rein in Folge 5 und tatsächlich hat es mittlerweile auch geklappt, dass ich die Aufgabe hier abschließen konnte. Dementsprechend holen wir uns hier zuerst mal die 350, vermutlich Levelpunkte waren es. Jetzt haben wir eine neue Aufgabe bekommen. Befördere 100 Fahrgäste mit der Straßenbahn zu ihren jeweiligen Zielen. Na gut, das kriegen wir hin, ne? Steht ja unsere Hauptaufgabe im Fahren. Aber wir können uns noch eine neue Linie machen, denn ich habe tatsächlich Wort gehalten und habe schon mal eine Runde so gedreht. Und zwar, Moment, ich muss hier mal kurz ein bisschen leiser machen. Mir schallert die Musik ein bisschen arg aufs Ohr. Ja, so ist das, glaube ich, schon angenehmer. Genau, ich bin noch eine Runde gefahren, damit wir quasi das Level 10 erreicht haben. Im letzten Video ist uns ja das Spiel am Ende abgestürzt. Leider, muss man sagen. Deswegen, habe ich das nachgeholt und wir können endlich eine neue Straßenbahn fahren. Passend zur neuen Straßenbahn würde ich auch sagen, wir erstellen gleich mal eine neue Route und zwar hier oben. Hier waren wir nämlich noch gar nicht unterwegs. Und zwar von der Lichterallee. Hat das jetzt genommen? Komm, ich mache das hier lieber mit dem... Na gut, ist ausgewählt, dann über den Danielsplatz, dann gehen wir hier zur Universität, da drehen wir aber nicht, sondern ich würde sagen, wir fahren über den Bernhardsplatz, Heimatsmuseum, Sommerfeldgarten, dann über die Johann-Friedrich-Gasse, die Goethestraße und dann drehen wir am Hauptbahnhof, so haben wir hier quasi schon mal am Hauptbahnhof einen Knotenpunkt, wo dann zwei Linien aufeinandertreffen. Ja, würde ich sagen, machen wir so, ist dann eine von den kleinen Zahlen. Boah, 5 Linien, nee, dann schrauben wir den Takt hier ein bisschen hoch. 4 Fahrzeuge habe ich nämlich, glaube ich, schon gekauft. 9-Minuten-Takt, das ist doch okay. Komm, machen wir einen 10-Minuten-Takt. Lässt sich einfach hübscher lesen. Und die Startzeit machen wir hier mal ein bisschen später. Ich weiß ja gar nicht, ob das schon so richtige Auswirkungen hat. Vermutlich irgendwie von dem Fahrgastaufkommen, vielleicht auch von der Zufriedenheit her. Da es zum Hauptbahnhof geht, würde ich sagen, machen wir hier um 0 Uhr Schicht im Schacht. Oder 23.55 Uhr, dann eben so. Das passt. Und dann haben wir hier jetzt unsere neuen Straßenbahnen. Wir haben hier die R2 2B. Davon habe ich uns gleich 4 Dinger gekauft. Meine ich zumindest. Ich kann hier wieder nichts hinzufügen. Das hatte ich das letzte auch schon. Hier. R2B2. 0 von 4. Erforderliche Fahrzeuge, 21 Stück. What? Hier, wir haben 4 Stück und die sind keiner Linie zugewiesen. Deswegen verstehe ich es nicht. Ich kann hier weder auf Plus noch auf Minus drücken. Vielleicht ist es auch die falsche Straßenbahn. Also theoretisch können wir wohl alle benutzen, denke ich mal. Deswegen werden uns ja alle vorgeschlagen. Aber hier oben ist 0 von 21. Warum ist das so? Warum ist das so? Es gibt so manche Dinge, die verstehe ich hier in diesem Spiel echt noch nicht so ganz. Also ich kann sie nicht hinzufügen. Wir haben sie. Das sehen wir hier. Oder brauchen wir hier welche, die beidseitig sind? Nö. Nö, weil Ulf A1 ist auch nur... Hä? Die Türen sind auf der rechten Seite und Barrierefreiheit ist rollstuhlgerecht. Erforderliche Fahrzeuge 0 von 21. Aber warum 21 Fahrzeuge? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, Freunde. Also wenn es einer von euch blickt... Gerne ab in die Kommentare. Ich habe keinen Schimmer. Wir hätten ja hier angeblich 4 Stück, aber geht nichts. Schon wieder zum Kotzen. So ein klein wenig fuckt mich dieses Spiel schon ab, muss ich sagen. Was machen wir dann? Drücken wir jetzt einfach mal auf Fahrt starten und drehen dann halt mal eine Runde mit der neuen Straßenbahn. Ist das die Straßenbahn aus München? Kann das sein? Ihr wisst das bestimmt. Wählen wir mal aus. Neue Linie können wir ja nicht fahren. Und dann fahren wir hier unsere große Linie. Oder? Oder was machen wir? Komm, wir fahren hier nochmal den... Die obere Ring-Linie.
Ach so, kann ich jetzt hier vermutlich keine Linie auswählen, weil die Linie keiner Straßenbahn zugeordnet ist. Also es macht, wie du es drehst und wendest, macht es einfach keinen Sinn. Ich kann die jetzt hier verkaufen. Machen wir es einfach mal. Gehen wir hier wieder auf Linie verwalten. Erstellen nochmal eine neue Linie von der Universität. Nee, das wollten wir nicht. In der Lichtenallee, Danielsplatz, Uni, Bernhardsplatz, Heimatsmuseum, Sommerfeldgasse, Johann-Friedrich-Gasse, Goethestraße, Hauptbahnhof. Nächster Schritt. Intervall. 29 Minuten. Komm, wir machen mal 15-Minuten-Takt mit zwei Fahrzeugen. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ja, jetzt werden hier auch nicht mehr alle angezeigt. Also manch, ich verstehe es nicht. Jetzt haben wir wieder nicht genügend Betriebspunkte, um die Straßenbahn zu kaufen. Obwohl die angeblich nur 32 kostet und wir aber 165 Credits haben. Ich verstehe es nicht. Es ergibt einfach absolut keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo einen Denkfehler drin habe. Aber wir können ja hier weder noch irgendeine Straßenbahn kaufen. Es ist so zum Kotzen. Und hier kann ich mir die jetzt kaufen oder was? Dann kaufen wir sie hier halt zweimal. Gehen wir wieder auf Linie verwalten, erstellen wieder eine neue Linie. Wieder zum Hauptbahnhof, weiter. Dann reduzieren wir das hier wieder auf den 15-Minuten-Takt. Nochmal 20-Minuten-Takt, vielleicht. Es sind keine Fahrzeuge verfügbar, um der Linie zuzuweisen. Warum können wir nicht die andere Straßenbahn nehmen, Freunde? Warum? Warum kann ich nicht die einfach nehmen? Jetzt haben wir schon wieder nicht genug Betriebspunkte. Also verstehen muss ich es nicht. Dann hätte ich gedacht, wir fahren heute mit einer neuen Straßenbahn, machen wir aber scheinbar wohl nicht. Holen wir uns hier zweimal Ulf A1. Und dann gehen wir wieder auf Linie verwalten. Und fügen hier wieder den ganzen Käse zu. Also das ist alles irgendwie noch ein bisschen arg buggy. Hauptbahnhof, zack. 20 Minuten Takt. Es sind keine Fahrzeuge verfügbar, um der Linie zuzuweisen. Besorge dir welche auf dem Markt. Also wir haben jetzt hier zweimal den Ulf A1 und zweimal zwei R2B. Kann es auch nicht ändern. Ich kann es auch nicht ändern. Was machen wir dann? Kann man eine Linie bearbeiten? Nehmen wir hier die 11, weiter, können wir jetzt hier einen von den 9 hinzufügen, einfach geht das, hier geht's, echt, das ergibt einfach keinen Sinn, es ergibt einfach keinen Sinn, Freunde, was war das jetzt, Linie 11, komm, dann erweitern wir die mal. Wir erweitern die und zwar schmeißen wir hier den Engelsbrunnen raus, den Igor Dingsbums, dann nehmen wir den unteren Ring mit, die Konstanzgasse über den Hauptbahnhof, Goethestraße und dann Johann-Friedrich-Gasse. Haben wir eine bisschen größere Linie, sollte passen. 15-Minuten-Takt passt. Vier Fahrzeuge, wobei wir können den Takt hier hochdrehen. Komm, wir machen das. Fahren wir einen 10-Minuten-Takt, das kriegen wir hin. Hä? Wir brauchen noch 6 Fahrzeuge. Und jetzt nur 4 angeblich. Wir klicken es jetzt einfach durch, speichern und verlassen. Fahrzeug starten, wir nehmen hier die neue Bahn endlich. Und dann starten wir hier unten am Weidesee, würde ich sagen.
Boah, kann ich die Straßenbahn vermutlich jetzt irgendwie nur auf einer bestimmten Linie einsetzen, an bestimmten Haltestellen? Ist die Straßenbahn zu lang? Ist die zu kurz? Freunde, ich blick's einfach nicht. Jetzt kann ich hier auch Linie 11 plötzlich nicht mehr auswählen. Es ergibt einfach keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn, Freunde. Was machen wir? So was, dann fahren wir jetzt hier einfach so eine Morgensschicht, damit wir in der Folge überhaupt irgendwie fahren. Und dann werde ich hier offscreen irgendwie nochmal ein bisschen rumexperimentieren. Es macht auf jeden Fall so keinen Spaß, wenn wir jetzt sage und schreibe fast 10 Minuten damit verballert, hier irgendwelche Linien zu erstellen und wirklich das Einfachste zu machen, also wirklich einfach ein Fahrzeug einer Linie zuzuweisen. Selbst wenn es nicht gehen würde, wäre irgendeine Meldung vielleicht auch mal ganz schick. Ja. Verstehe ich nicht so ganz. Wie gesagt, vielleicht bin ich auch einfach zu doof, vielleicht scheitert es an irgendwas dran. Wenn ihr die Lösung wisst oder schlauer seid, dann gerne in die Kommentare mit. Aber ich würde behaupten, ich habe jetzt irgendwie nichts übersehen und nichts ausgelassen. Naja, so ist das. Dann machen wir hier mal die Türchen auf. Das geht immerhin. Und vielen Dank nochmal an Nick. Nick hat unter Folge 2 einen sehr ausführlichen Privatunterricht mir nochmal gegeben im Straßenbahnfahren. Sowohl was die Weichenstellung angeht, als auch die Signale und hier das Timetable. Also wenn das Ding noch im Minus ist, dann sind wir quasi noch zu früh. Wir machen uns jetzt bereit und jetzt geht der Timer hier auf Plus und dann sind wir quasi auch pünktlich. Jetzt gucke ich mal, ob ich vielleicht so eine komplett gute Tour dafür in dieser Folge mal hinbekomme. So schnell brauchen wir gar nicht machen. Da vorne geht es also für uns rechts. Dann setzen wir schon mal das Blinkerchen. Nächster Halt, Linienstraße. Übergang zur Linie 11. So, jetzt stehen wir hier im Stau. Geht's jetzt für uns? Es geht wieder nach rechts. Ja, jetzt stimmt auch hier unten die Geschwindigkeitsanzeige diesmal nicht. Denn da steht schon 50. Wir dürfen aber allerdings nur mit 20 über die Weiche fahren, wie wir wissen. Oder beziehungsweise durch die Kreuzung. Naja, ganz interessant hier am Pulscenter. Immerhin haben wir Freibahn mit Marzipan. Es geht für uns geradeaus. Oh, sind wir ein bisschen zu schnell unterwegs. Naja, macht nichts. Und wieder Vollgas. Ja, aber es ist doch sehr mysteriös, würde ich sagen. Vor allen Dingen so ganz verstehen tue ich es nicht jetzt hier mit den Linien erstellen. Und warum geht die Straßenbahn und geht die nicht? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass das bestimmt irgendwas mit der Straßenbahnlänge vielleicht zu tun hat, aber dann müsste man es halt irgendwie auch hinschreiben. Ja, läuft doch, oder? Bislang glaube ich ganz gut. Außer jetzt die eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Fahren hier mal tapfer dem Taxi hinterher. Da vorne haben wir schon wieder eine rote Ampel. Mal gucken, dass wir eben hier nicht reindonnern. Also wie gesagt, Freunde, ich hätte euch heute gerne eine neue Straßenbahn präsentiert. Es ist mir allerdings noch nicht möglich. Ich werde nach dieser Folge direkt mal dran rumdoktern und mal schauen, woran es denn so gelegen hat. Hinterher fragt man sich immer, woran hätte es gelegen. Wir sind an der Lilienstraße, oder? Ist das unsere Haltestelle? Ja. Sind wir ein bisschen dran vorbeigesammelt, glaube ich. Aber es hat noch gezählt, ja. Und jetzt müssen wir hier scheinbar 50 Sekunden warten, bevor wir losdüsen können. Können wir die Türen theoretisch noch offen lassen? Vielleicht kommt ja noch einer, ne? 40 Sekunden müssten wir jetzt noch warten. Was haben wir denn hier noch so zum Angucken? Was bist du hier für ein Regler? Ah, das ist der Stromabnehmer. Ja gut, kennen wir halt alles hier schon in dieser Straßenbahn, ne? Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ist nichts Weltbewegendes. Rathausplatz, die nächste Haltestelle. Ich
will nicht riskieren, zu früh loszufahren. Deswegen, wir chillen jetzt einfach hier eine Runde. Die letzten 10 Sekunden, die werden wir jetzt ja wohl auch noch irgendwie gebacken kriegen. Nehmen wir mal die Türverriegelung raus. Und dann dürfen wir los. Sind wir pünktlich abgefahren? Ich glaube. Einen Punkt gekriegt, dass wir Fahrgäste befördert haben. So, warten, bis das Signal da oben umspringt. Halterwunsch schon mal reingekriegt. Und freie Bahn mit Marzipan. Also ab Richtung Rathausplatz. Nächster Halt, Rathausplatz. Übergang zur Linie 11. Übergang zu unserer Linie 11. Das finde ich ja dann schon wieder schön, ne? So diese Kombi-Ansagen, dass das auch schön zusammenpasst und so. So, geht für uns nach links. Wie Ampel ignoriert. Muss ich mir gleich im Replay nochmal angucken. Das muss ich mir im Replay nochmal angucken. So, da vorne ist das Signal, also auch auf freie Fahrt umgestiegen. Also wie gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich nicht an mir liegt, sondern auch das Spiel hier mir irgendwie manchmal mit den Signalen einen Strich durch die Rechnung macht. Aber wahrscheinlich wieder ein Ticken zu weit. Aber geht. Immerhin sind wir pünktlich. Wir sind pünktlich. Signal ist da vorne auch schon mal auf grün gesprungen. Aber wir fahren zu früh los. Komm, egal, wir fahren. Mal gucken, ob das Spiel meckert. Ja, tatsächlich. Also, wir haben die Bestätigung. Danke, Nick. Durch dich weiß ich jetzt, wie es geht. Nächster Halt, Igor Jurkewitsch Platz. So, wir dürfen fahren, geradeaus. Ampel beachtet, Signal hat auch gestimmt. Dann rumpeln wir hier mal rüber. Und da vorne haben wir schon unseren guten Platz. So, Signal ist auf grün umgesprungen, oder ist es ein Anzeigefehler? Was zählt jetzt? Man weiß es nicht, aber ihr habt es hoffentlich im Video auch gesehen. Naja, wir haben noch mehr als genug Zeit, um hier anzukommen. Jetzt konzentrieren wir uns mal, vielleicht kriegen wir so einen perfekten Stopp hin. Nö, leider nicht. Aber egal, Hauptsache wir haben Fahrgäste befördert. Oder wieder rechts in den Außenspiegel, steigen alle ein, jawohl. Mal die Türen wieder sperren. Da vorne geht's rechts, scheinbar. Setzen wir schon mal den Blinker. Da, das ist die Stelle, wo das Work-in-Progress-Schild ist. 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt müssen die Autos hier die ganze Zeit auch auf uns warten. Achso, ne, Halt zu erwarten. Signal ist umgesprungen. Na gut, dann warten wir mal. Also auch hier nochmal danke an Nick. Ja, fiel mir jetzt gerade nochmal ein, wo ich den Punkt gesehen habe. Bedeutet ja, Halt zu erwarten. Sehr komische Musik hier im Hintergrund. Komm, Ampel, spring um. Spring um. Wir dürfen. Ampel ignoriert. Echt jetzt? Nächster Halt, Engelsbrunnen. Also ich hoffe, dass hier dringendst bald ein Update nachgeschoben wird. Das macht in vielen Dingen so nicht wirklich viel Spaß. Da drüben haben wir einen DHL-Shop. Und eine Apotheke.
Nee, wir fahren geradeaus, aber Signal steht auf freie Fahrt mit Marzipan. Ampel immerhin beachtet. Jetzt waren wir nur zu schnell. Wie viele Apotheken es aber in dieser Stadt gibt, ist echt bewundernswert. Wir haben schon Verspätung, aber ist noch im Plan. Leute steigen aus, Leute steigen ein. Leute, wir sind zu spät zum ersten Mal. Also Türen sperren und weiter geht's. Keine Zeit. So, es geht für uns angeblich geradeaus. Und das Signal geradeaus, also freie Bahn, oder? Ampel beachtet angeblich. Ja, wunderbar. Nächster Halt, Friedlandstraße. Gut. Oder schlecht, je nachdem wie man sieht. Hier auch freie Bahn mit Marzipan. Wir sind schon wieder zu spät, aber wir liegen noch gut in der Zeit. Ne? Solange der Hintergrund noch grün ist, geht das. Friedlandstraße. Türen auf, so, schnell rein, schnell raus, Leute. Wir haben keine Zit. Wir haben kein Zit hier, ja. Wir müssen weiter, wir müssen weiter, wir müssen weiter. So, da hinten steigen sie gerade noch ein. Also Türen sperren. Wer jetzt nicht drin ist, hat Pech. Also vertrauen wir mal der Minimap unten links, dann geht es jetzt für uns nach rechts. Das Signal zeigt uns aber an, es geht nach links. Und wir dürfen nach links. Nächster Halt, Amtsstraße. So, jetzt haben wir, glaube ich, fett Verspätung. Jetzt müssen wir wieder Zeit ordentlich gut machen. So, 25 dürfen wir hier fahren, vermutlich wegen dieser S-Kurve. Signal ist noch auf Rot, jetzt dürfen wir. Das ist so zu Tycoon-Musik gerade im Hintergrund. Oh. Also, drücken wir hier mal durch. Dann müssen wir wieder langsam machen. Signal steht auf rechts und freie Bahn mit Marzipan haben wir auch. Sind wir wieder gut in der Zeit. Ich glaube, das ist hier ein neues Viertel, wo wir jetzt lang fahren gerade. Ne? Amtsstraße, hier waren wir noch nicht unterwegs. Ja, brauchen wir gar nicht so hoch beschleunigen. Sieht aus rechts wie eine Schule oder sowas oder wie ein Außengebäude vom Rathaus. Fast just in time. 8 Sekunden zu früh. Level 11. Ja, Fahrgastaufkommen hier wird weniger. Uns ist tatsächlich noch kein Kollege entgegengekommen, leider. Sehr bedauerlich. Freie Bahn mit Marzipan. Mit 50 dürfen wir drüber über die Kreuzung. Brauchen wir aber gar nicht so weit hoch beschleunigen. Nächster Halt, wieder 20. Weber-Theater. Gehen wir also am Weber-Theater. Mal gucken, was uns hier gleich optisch erwartet. Sondern erstmal gucken, dass wir der V-Klasse nicht hinten reinbollern. Aber passt. Ampel haben wir beachtet. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Ich glaube, bei mir ist doch so ein kleiner Straßenbahnfahrer verloren gegangen. Links, vermutlich auch wieder den Blinker setzen. Ne? Jetzt läuft's doch. Oh, hier ist eine schöne Gegend, hier gefällt's mir. Können wir mal rausgucken.
Schön mit Blümchen. Da hinten ist das Weber-Theater. Ist wohl ein Riesenschuppen hier. Ein Tram auch. Oh, wir sind sogar zu früh, 30 Sekunden. Soll es auch mal geben. Scheint wohl kein Event hier zu sein, gerade am Weber-Theater. Ist nicht so viel los. Ja, hier hinten steigen sie noch ein. Ich wollte die Außenansicht, die verraff ich aber jetzt immer wieder, wo die ist, wie man die erreicht. Das war die Klingel. Weiter geht's Richtung Olaf-Meyer-Platz. Wohin geht's hier für uns am Signal? Nach links geht's und wir dürfen fahren. Nächster Halt, Olaf-Meyer-Platz. Olaf-Meyer-Platz, den kennen wir, glaube ich, oder? Hier waren wir schon mal. In der Gegend hier waren wir schon mal unterwegs. Signal ist auf grün gesprungen. Jetzt kann man es mal richtig krachen lassen. Ah, da links haben wir ein Kino mit der Werbung für den Namenstagfilm. Haben wir schon an den Haltestellen mal gesehen. Wir haben, glaube ich, noch keinen perfekten Start hingelegt, ne? Bislang noch nicht. Nee, perfekten Stopp meine ich. Alle drin, dann können wir die Türen sperren. Ja, 15 Sekunden müssen wir noch warten, bevor wir los können. Hoffentlich bleibt das Signal so lange noch grün. Kein Bock, dass wir hier noch in der Ampelphase stehen. Boah, eine grüne V-Klasse, das sieht auch schwierig aus. Ja, komm, 3 Sekunden, das wird jetzt passen. Das wird schon passen. Nächster Halt, Pulse Center. Fahrtende. Center. Bitte aussteigen. Wohin geht's für uns? Nach links, ne? Ha! Ich doch gerade noch so rechtzeitig mitgekriegt. Auch wenn ich gerade gar nicht drauf geachtet habe, wo das Signal hier stand. Pulse Center, das gefällt mir hier, die Haltestelle. Das ist meine Gegend. So, eine Weiche steht, Richtung geradeaus. Wir dürfen weiterhin 20 fahren. Und trudeln wir hier mal ein in die Endhaltestelle. City Universe gegenüber. Oder das Cine Universe. So. Na komm, ein bisschen vor können wir noch. Wir hätten ja jetzt noch genug Pause. 5 Minuten und 45 Sekunden. Möchtest du die Pause überspringen? Nein. Ich will hier nochmal die Außenansicht checken. Ah, genau, so war die Taste. Die Anzeigetafel hat sich automatisch schon wieder umgeändert zum Blumenmarkt. Können wir hier vielleicht mal ein schönes Thumbnail mal machen, ohne dass ich das Spiel selber zum 5. Mal wieder neu starten muss. Tram ausgehen, muss ich sagen, gefällt mir aber ganz gut. Der macht einiges her, sieht in Ordnung aus. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal zurück zum Hauptmenü. Dann sehen wir die Statistik. Wir sind 5 Kilometer gefahren, um 26 Ampeln beachtet und an 9 Haltestellen angehalten. 2 Ampeln haben wir ignoriert. Vermeidlich, da werde ich nochmal den Videobeweis einschalten. 18 Minuten hat die Sitzung gedauert, eine Strecke haben wir abgeschlossen und 56 Fahrgäste befördert. Heißt, im nächsten Video sollten wir auch die nächste Aufgabe vom Spiel dann erledigt haben. Vielleicht zeigt er uns hier schon den Fortschritt an. Das ist hier alles so buggy, auch die Controllersteuerung, die funktioniert mal gut, mal schlecht. Ja, 56% haben wir, heißt, in der nächsten Folge werden wir auch die Aufgabe erledigt haben. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Freunde. Lasst gerne ein Like da, wenn dir der Content gefällt und auch ein Abo. Jo, wir hören uns im nächsten Teil. Mach's gut, halt die Ohren steif. Ciao, ciao.